Hallo, liebe Kinder. Ich freue mich sehr, mit euch ein bisschen Yoga zu machen. Ihr euch auch? Jetzt habt ihr ja viel Zeit, seid zu Hause und das ist die beste Zeit, um ein bisschen zu entspannen und ganz kraftvoll und gelassen zu werden. Und ja, sucht euch mal eine Yogamatte. Wenn ihr keine habt, dann nehmt ihr einfach eine Decke oder ihr könnt auch auf eurem Fußboden das einfach machen. Vielleicht nehmt ihr die Sofadecke und ein kleines Kissen für die Entspannung. Dann am Schluss könnt ihr euch ja jetzt mal suchen. Ich warte auf euch. Und dann starten wir gemeinsam unsere Yoga-Praxis. Setz dich mal in einen Schneidersitz, richte deinen Rücken ganz lange auf, mach dich ganz, 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 ganz lang, richtig, richtig, richtig lang. Dann hör mal. Hörst du die Klangschale? Schließ deine Augen. Hör mal, ob du irgendwo Geräusche wahrnehmen kannst. Und dann leg deine Hände aneinander. Werd mal ganz still für dich. Und dann komm in einen Vierfüßlerstand und fang mal an, den Rücken ganz rund zu machen wie eine Katze und den Rücken ganz lang werden zu lassen. Du kennst das bestimmt schon. Du machst den Rücken ganz rund wie eine Katze und du machst deinen Rücken wieder ganz lang. Lass deine Hände ganz weit vorne und dann schieb dich mal in einen ganz langen herabschauenden Hund. Hüpf ein bisschen auf der Stelle oder beweg deine Beine. Ja, lauf mal ein bisschen hin und her oder bring deine Fersen zu deinem Hippo nach hinten oben. Und dann hüpf nochmal und dann bleib ganz gerade stehen. Mach dich ganz, 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 ganz lang. Schau mal unter dem einen Arm durch, unter dem anderen. Schüttel mal deinen Kopf richtig, richtig sehr aus. Genau, toll macht ihr das. Und dann schieb dich mal nach vorne und leg deine Knie ab, deinen Bauch und alles auf den Boden. Heb dich hoch für eine Kobra und schieb dich nach hinten nochmal in den herabschauenden Hund. Nochmal nach vorne, die Knie zum Boden, den Bauch nach unten. Heb dich hoch für die Kobra und schieb dich in den herabschauenden Hund. Mach dich ganz lang. Schieb dich vor, leg die Knie ab, bring dich nach unten. Heb dein Herz, mach dich ganz lang und schlängel dich wie eine Kobra, wie eine Schlange nach oben. Bleib ganz stark und schlängel dich wieder nach unten. Wie ins Gras oder auf die Erde schlängelst du dich nochmal nach oben, bist ganz neugierig, machst die Augen weit auf und schlängelst dich nochmal nach unten, ganz, ganz weit. Sehr schön. Dann mach die Hände unter deine Stirn, leg die Stirn auf die Hände und ruh dich einen Moment aus. Was spürst du? Schlägt dein Herz? Streck mal deine Arme nach hinten, mach die ganz lang, heb die Füße hoch, wie die Heuschrecke, erinnere dich mal. Vielleicht kannst du deine Füße festhalten. Und dann zieh dich mal nach oben, heb dein Brustbein an und schaukel ein bisschen hin und her. Vielleicht kennst du das noch, das ist die Robbe, 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 oder? Und dann leg die Füße wieder ab und schieb dich nochmal über die Kobra nach hinten, ganz weit zurück. Und leg dich in Position Kind oder manchmal sagen wir auch kleine Maus dazu. Leg die Stirn auf die Hände und bleib kurz da.
Und dann heb den Oberkörper wieder hoch und streck dich mal. Streck dich mal ganz, 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 ganz lang deine Arme nach oben. Schüttel die Hände mal aus. Mach dich mal ganz rund. Und dann zieh die Hände zu deinem Brustbein, zu deinem Herzen. Und mach dich nochmal rund nach vorne, ganz rund. Und zieh die Hände nochmal zu deinem Herzen. Und dann mach dich nochmal ganz rund und atme aus. Atme nochmal ein und nochmal aus. Und dann komm vor mit den Händen wieder in deine Katze. Heb deinen Arm nach oben bis ganz zur Decke und kreis mal mit der Hand oder wink mal mit der Hand. Beweg mal die Finger und dann bring die Hand wieder auf den Boden. Streck mal dein Bein nach hinten und stell dir vor, du bist ein Hund, der pieselt an den Baum. Und dann setz das Knie wieder ab. Heb den Arm hoch und das Bein ganz nach oben und halt die Balance. Vielleicht musst du ein bisschen wackeln, aber das macht nichts. Und dann setz den Fuß, das Knie ab, die Hand ab und nimm den Rücken nochmal ganz rund. Schieb dich nochmal in die Länge. Dann heb den anderen Arm ganz nach oben. Auch hier kreis die Hand, beweg die Finger und dann setz die Hand wieder runter. Heb dein Bein nach hinten und denk dir, okay, der Hund pieselt mit dem anderen Bein an den Baum. Und dann lass das Knie wieder zum Boden. Schauen wir mal, ob wir das auf der Seite auch können. Den Arm nach oben, das Bein nach oben und die Balance halten. Jawohl, super. Auch wenn man wackelt, macht ja nichts, macht ja nichts. Setz die Hand ab, setz das Knie ab und dann setz dich wieder hin. Spitze gemacht. Leg die Hände mal zusammen, atme mal ein und aus. Bring die Hände wieder vor und streck dich nochmal in deinen herabschauenden Hund. Einen Fuß nimmst du nach vorne und richtest dich nach oben auf. Erinner dich mal an den Helden. Ja, der ist ganz, ganz, ganz stark. Dann bring die Hände nach unten, nach vorne und oben. Streck dich lang, ganz lang. Ja, spür mal die Kraft von den Füßen und lass die Hände nochmal nach vorne und dann breite sie ganz weit aus. Ganz weit, mach dich ganz, ganz groß und spreiz die Finger und dann lehn dich mal zurück und schau bis nach oben zur Decke. Mach dich ganz lang. Und dann streck die Arme wieder in die Länge, bring die Hand nach vorne. Bring die Hände zur Mitte, setz die Hände auf den Boden und dann nimm den Fuß wieder zurück. Hüpf mal wieder, hüpf mit den Beinen, mit den Füßen ganz hoch. Genau, marschier mal, schüttel deinen Kopf aus. Und dann nimm den anderen Fuß nach vorne. Ganz stabil stehen, spreiz die Finger, heb die Arme, mach dich ganz groß, mach dich ganz stark. Ganz, ganz, ganz groß in deinem Helden, ganz stark. Super. Und dann atme mit einem mal aus. Bring die Hände ganz ausgestreckt und weit und breit über die Seite und spreiz deine Finger. Genau. Und dann lehn dich auch hier zurück. Schau hoch zur Decke, auch wenn es ein bisschen wackelt. Macht gar nichts. Mach dich ganz, ganz lang. Und noch länger. Und dann lass die Hände wieder zurück. Bring die Hand wieder nach vorne, wieder zur Mitte. Ausatmen und deine Hände auf den Boden und dann nochmal in deinem herabschauenden Hund hinten laufen. Leg deine Knie ab und dann lass deine Hände, deine Unterarme auf den Boden und lass mal ein Bein hinten hochheben und dann bring mal das Knie nach vorne und dann bring dein Bein wieder zurück und mach dich lang und zieh dein Knie und deine Nase irgendwie zusammen. Streck dein Bein, das andere jetzt, und dann zieh wieder die Nase zum Knie. Nochmal, lang strecken und wieder ranziehen, ganz ranziehen. Nochmal ganz lang im Rücken und dann setz dich wieder hin. Super, kreis mal deine Schultern nach hinten. Oh, mein T-Shirt ist hochgerutscht. Deins auch? Macht nichts. Und dann setz dich auf den Boden, streck mal deine Beine ganz, ganz lang nach vorne.
Streich mal mit deinen Fingern bis vor zu deinen Füßen. Kommst du dahin? Probier's mal, ob deine Finger bis zu deinen Zehen kommen. Super. Und vielleicht kannst du sogar deine Fußsohlen kitzeln und deine Zehen bewegen. Und dann lass mal deinen Kopf nach unten los. Schaukel ein bisschen hin und her. Rechts und links und rechts und links. Und dann mach dich wieder lang. Streck die Arme, streck dich ganz, ganz lang nach oben und dann lass die Hände wieder runter. Nimm mal ein Bein, so wie bei Baum im Stehen machst du das jetzt im Sitzen und dann krabbel mit den Fingern nach vorne und lass den Kopf einfach wieder los. Alle komischen Gedanken einfach rausschütteln. Heb dich wieder an, klapp das Knie wieder ran und dann nimm das andere Bein. Streck dich wieder nach oben. Und dann lass dich ganz nach vorne. Und dann lass den Kopf einfach wieder los. Vielleicht sind da noch ein paar komische Gedanken. Schüttel sie mal raus. Schön, da unten im Versteck. Und dann hebst du dich wieder an, klappst das Bein wieder nach vorne, beweg die Finger und die Zehen und streck dich mal ganz stark zu den Seiten. So als würdest du eine Aufzugtür aufhalten, weil du so stark bist. Und dann lass die Hände wieder runter. Und jetzt bring deine Fußsohlen zusammen, ganz nah, auch die Zehen vorne. Genau, halt dich fest und dann mach dich lang, schaukel ein bisschen hin und her und dann fang mal an, mit deinen Knien zu flattern wie ein Schmetterling. Der ist ganz bunt, dein Schmetterling. Oder vielleicht ist er zitronengelb. Auf jeden Fall fliegt er, oder? Und ich glaube auch, dass der Schmetterling lächelt. Lächel du auch mal. Dann halte wieder an. Nimm wieder einen Schneidersitz. Bring deine Hände vor der Mitte zusammen. Und streck sie mal aus. Und dann stell dir vor, als würdest du schwimmen. Deine Hände gehen nach vorne. Du öffnest sie zur Seite. Und die treffen sich wieder vor der Mitte. Gehst vor, weit nach außen. Und wieder zusammen, nach vorne, nach außen und wieder zusammen. Super, nochmal. Da kann man sich richtig vorstellen, dass man wirklich schwimmt. Spür mal kurz nach. Lächelst du noch? Und dann streck mal die Arme nach vorne, heb deine Beine an. Wenn wir auch im Wasser schwimmen, da gibt es dann ja auch Boote, gell? Ups, manchmal fällt das Boot um. Leg dich auf deinen Rücken. Schaukel deine Knie ein bisschen hin und her. Mal nach rechts, mal nach links und spür mal, wie schön das ist für deinen Rücken. Und dann trampel mal mit deinen Füßen ganz, ganz schnell auf der Matte. Und dann heb die Füße an und lass sie ganz schnell ausschütteln. Auch deine Hände, deine Arme, alles ausschütteln und anhalten. Und nochmal schütteln, 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 schütteln. Ja, und anhalten. Dann lass ganz langsam in Zeitlupe deine Hände und deine Füße zum Boden und atme aus. Dann streck mal deine beiden Beine nach vorne aus, leg die Hände nach außen, dreh den Kopf nochmal zu einer Seite und zur anderen Seite. Und dann schenke dir ein Lächeln und schließe deine Augen. Spür mal nach in deinem Körper, wie es sich jetzt anfühlt. Vielleicht spürst du, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Oder wie dein Herz schlägt. Spür mal, wie glücklich dein Körper ist, weil er Yoga gemacht hat. Und spür mal, wie glücklich deine Gedanken sind, weil du Yoga gemacht hast. Spür das mal.
Spür mal, wie schön es ist, einen Moment ganz still zu liegen, ganz ruhig zu sein. Spür mal. Vielleicht kannst du Geräusche hören, die irgendwo draußen sind. Vielleicht hörst du die Vögel zwitschern. Vielleicht ist aber auch alles ganz still. Und dann spür mal ganz nach unten zu deinen Füßen. Ohne zu gucken, kannst du sie ein bisschen bewegen. Wie fühlt sich das an, wenn die Zehen wieder in Bewegung kommen? Und dann halt sie wieder still. Und wie fühlen sich die Finger an, wenn die sich bewegen? Und dann halt sie wieder still. Und dann beweg die Finger und beweg die Füße, beweg alles. Beweg wieder deinen Körper, vielleicht schlängelst du das wieder so ein bisschen hin und her. Irgendwie. Und dann atme wieder ein bisschen tiefer ein durch deine Nase und durch deinen Mund wieder aus. Atme nochmal durch deine Nase ein und wieder aus. Und dann komme ganz langsam mit den Füßen wieder auf den Boden. Stell die Füße wieder hin. Und dann zieh dich mit ein bisschen Schwung ganz langsam wieder nach oben zum Sitzen. Dann setz dich wieder ganz gerade in deinen Schneidersitz. Ganz, ganz gerade. Und leg deine Hände wieder aneinander. Spür wieder, wie sich deine Hände anfühlen. Sind sie ganz warm? Lächelst du? Bestimmt. Und dann verneig dich vor dir, dass du diese Yoga-Übungen gemacht hast. Ganz weit runter. Vielleicht kann die Stirn den Boden berühren. Ganz weit runter und dann ganz langsam wieder nach oben. Wie schön, dass wir zusammen Yoga gemacht haben. Ich schicke dir einen ganz dicken Kuss aus der Ferne. Dann behalte dieses Gefühl für diesen Nachmittag, für diesen Tag. Und vielleicht machst du dieses Video einfach nochmal. Wir können uns gerade nicht im Yoga-Studio treffen, aber wir können uns im Video sehen. Und ich bin ganz stolz auf dich. Und du darfst auch ganz stolz auf dich sein, dass du so toll Yoga machen kannst, dass du so stark bist und so entspannt. Hab einen guten Tag. Tschüss.